Und weiter geht's im Art Nexus. Art Nectus. Müssen wir enden? Oh Mann. Halb tot? Ah, das kriege ich wieder hin. Halb tot? Das kriege ich hin. Damn, ich habe echt gedacht, echtes Türkis ist einfach nur bunt, aber echtes Türkis ist halt legit. Wie ist das? Donnert es bei euch auch so? Ja. Ja. Ja, das soll schon hier oben sein. Aber was hier? Ach so. Die anderen brauchen wir anscheinend noch. Und hier eine Eilmeldung. Der Bandit, der Jacks Tochter getötet hat, hat das Waisenhaus von Old Haven in Brand. Du bist das! Wo ist er? Verstärkungen beim Hyperion Truth Network angefordert. Wurden geschickt. Perfekte Druck! Heute ist Hyperion Truth Network geschlagen. Hm. Die Bandit. Okay. Ich brauch unbedingt eine andere Säurepistole. Heute ist ein historischer Tag. Der Tod und die Ordnung nach Kandora kommen. Nach dem heroischen Öffnen der Kammer und der Zerstörung des Bösen in ihrem Inneren entsandte Jack Bergarbeiter, Surveyor, Soldaten und Techniker auf den wilden Grenzplaneten. Jack möchte der Bevölkerung versichern, dass Hyperion Frieden und Ordnung in der gesetzlosen Hölle, zu der Pandora verkommen ist, wiederherstellen wird. Banditen, Psychos, sie werden Geschichte sein. Easy, was hast du für ein Schild? Einen sehr starken. Eine strahlende Zukunft. Alter, what? Wo bist du? Was denn? Hier, meine, ich hab ein 4.500er Schild. Nein, meine. Ist das. Meine, bedrohst du mich gerade? Wenn ich hier so gegenschieße, dann hietet er was einen Kilometer weit weg. Achso, nein, meinte ich nicht, dass er den nur gerade aufgehoben hast. Weil ich habe. Lies. Das ist lustig. Ja, den nehme ich super gerne. Und den anderen, den Mengenwurf, das kannst du auch nehmen. Echt jetzt? Das ist ja mit dem Bonusschaden, ne? Der macht halt auf jeden Schuss quasi 2000 Bonusschaden jetzt. Ich bin jetzt halt am stärksten, wenn ich mit ein bisschen Abstand immer einzelne Schüsse rauslasse. Rookies. Du wolltest ein Schild doch haben, oder? Ja. Auf den habe ich ja gewartet, dass er droppt. Ich meine, was wäre ich für ein Arsch, wenn ich ihn behalten hätte? Wo finden wir jetzt diese kleinen Viecher? Boah, es hat schon wieder so krass gescheppert. Ja, Mann. Ich häng fest. Häng nicht fest. Okay, hab ich. Hat er quasi sowas wie geflügelte Affen erschaffen? Ach so, der entlädt sich nicht mal, der B-Shield. Ich dachte, der entlädt sich immer komplett. Nein, da steht, es kostet dich null. Entlädt null, ja. Vielleicht ist das eine besondere Variante oder so, die gedroppt ist. Wenn ich jetzt noch was treffen würde, wäre geil. Ich hab nichts, um die ganzen Racks zu machen, ne? Ich hab halt zwei Schrotflinten und ein SMG. Schrotflinten, oh, yeah. Au, voll in den Kopf. Dann zwei Slugwerfern. Nicht eine Brücke. Achso, ja. Ja, ich hab eigentlich. Warte mal, das bedeutet aber auch, wenn er sich gar nicht erst entlädt. Jeder Schuss.
Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ja, get fucked, Alter! So viel Bonusschaden machst du jetzt mit jedem Schuss? Ich mache jetzt 2000 Bonusschaden mit jedem Schuss. Ich habe gerade eine SMG, die mit jedem Treffer 3000 Schaden macht. What? Okay, da haben wir unseren Bosskiller jetzt, ne? I have all the DPS, wenn ich was treffen würde. Okay, wenn du nicht mal langsam anfängst zu treffen, will ich den Schild zurückhaben. Nein! Ja, das ist bei den fliegenden Viechern irgendwie gerade mega kacke. Schade, dass das nicht auf Nahkampfangriff wirkt. So 2000 Bonusschaden? Wie im Nahkampfangriff? Ja. Oh. Hau dich über Naxt. Und dann habe ich mich selbst gehauen. Das Problem ist, wenn die von mir wegfliegen, fliegen die irgendwie schneller als meine Munition. Das ist super eigenartig. Jetzt kann ich Kleinholz sehen! Oh, jetzt ist das Auto kaputt. Ja. 6000 Schaden, what? Die haben irgendwie ein bisschen viel Bock auf mich. Hab ich das Gefühl. Die haben irgendwie auch ganz schön viel Leben, ne? Ja. Ich hab's gleich tatsächlich geschafft, meine SMG-Munition leer zu schießen. Erstes Mal. Ja. First time. Sonst habe ich gefühlt fast unendlich Munition. Hey, das ist ein Jetloader. Alter. Ich mache halt auf ein geslacktes Ziel mit dem Feuer-SMG 6000 Schaden pro Treffer. Mega dumm. Ja, cool, bevor ich meinen Ding jetzt benutzen konnte. Jetloader? Aber ich darf jetzt halt kein Schild verlieren dafür, damit das klappt, ne? Jupp. Das ist schon krass. Ja, da willst du so, den nehmen, unser Rob. Auto ist, glaube ich, tot, ne? Der ist tatsächlich ziemlich stark, aber... Tötet die Abschuldigung. Da hinten können wir aber noch wieder ein neues Auto machen. Der ist ziemlich stark, auch vor allem mit der Menge an SMG. Halt neues Auto machen. Kannst du bitte mal welche mit Fässern spawnen? Aber warum? Abgelehnt. Warum möchte keiner von euch fahren? Leck mich. Warum fährt das nach unten? Wo geht's da hin? Was fährt vorn? Hinter uns der Fahrstuhl. In den Keller! Frostburn Canyon. Ja, okay, Frostburn Canyon ist ja doof. Können wir hier noch irgendwas machen? Iridium Pump Station 2. Data Mining können wir noch eben schnell abschließen. Das ist ein Loader. Okay.
Gegner. Irgendwas hat mein Schild gekillt. Töte den kleinen Mann. Cool. Cool, cool. Ja, unpraktisch, wenn ich eine Pistole habe, bei der die Schüsse erst so spät zünden. Okay, ist egal. Ich kann auch mit Feuer auf Roboter schießen jetzt anscheinend. What do you mean? Damage is already halved. Well, you take 30 psychic damage, but I have immunity. Damage was already halved. What do you mean? Damage was already halved. So, dann können wir wieder hoch, oder? Hier unten war jetzt nichts. Nö. Warum skate ich auf Robs Kopf, ganz ernst, wenn ich laufe? Ich hätte vorhin meine Shotgun-Munition hätte ich aufrüsten sollen. Wollen wir alle wieder einfach an Jonas vorbeirennen? Ja, ne? Warum bist du überhaupt so langsam, Jonas? Weiß nicht. Warte, wir haben Markus vergessen. Ja, genau, wenn wir es vergessen. Ich dachte, der steht hinter mir auf dem Dingen drauf. Monkey! Ach, er kann ja gleich hinterher teleportieren. So muss ich. Ach, warte mal. Wir sind an der Catcher-Roll-Station. Wie viel man an der Shotgun-Munition verbraucht, wenn man zwei Schrotflinten nötig hat? Wer hat's gedacht? Ist ja richtig Randale gerade. Ja. Rob? Ich wette, wenn du den Druck erhöhst, kannst du das Rohr aufsprengen. Geh auf diese Weise rein. Ja, geh zu einer der Pumpstationen. Pumpstation. Slap, Mordecai! Ich hab den Hyperion Außenposten erreicht! Gib mir etwas Zeit, dann klaue ich ein Landungsschiff. Sobald ihr rausgefunden... Gut, du hast es geschafft. Jetzt dreh die Ventile auf, okay. Um den Druck zu erhöhen. Und Feuer. Oh mein Gott. Auf meinen Befehl! Kann ich aufstehen? Wissenschaft und Technikwettbewerb nur den dritten Preis. Komm nicht aus dem Wagen raus. Ah, okay, jetzt ist das Wagen. Jetzt okay, jetzt ist das Auto kaputt. Das geht auch. Aussteigen ist für Anfänger. Hä? Oh, der war unsichtbar. Okay, ab jetzt will ich eigentlich nur noch Waffen mit hoher Feuerrate haben, wenn ich ehrlich bin. Wollen wir uns aufteilen? Immer zwei pro Station? In die Stockade eindringen und rausfinden, wo der Schlange begraben ist. Hey Kumpel, ich ja. Bin Roland. Lass uns Handsome Jack killen und dann gehen wir alle mit. Wer steckt bei mir ein? Nein, war nur gespielt. Er ist immer noch bin tot. Auf dem Weg. Hab mir beim Gehen sein Echo-Gerät geschnappt. Ich wollte dir nur sagen, deine Freundin Lilith. So, wir nehmen den geradeaus. Lauf wie einer Eins. Der Krieger wird sehr bald wach sein. Oh, das ist schon hier vorne. Hm, das war ja gar nicht so weit. Ach, wir müssen hier wieder in den Keller. Hm. Soll ich lieber fahren? Wie hoch man springt einfach. Aber wir haben hier doch gerade schon alles getötet, ob hier jetzt was respawnt? Oh Mann, ich weiß, wo müssen wir überhaupt lang? Oh Mann. Folgt der Pipeline. Okay. Ihr seid bei Helden.
Mach ich lieber fahren, um auf den Platz zu tauchen. Nein! Okay. Ja, aber die sind schon längst fertig. Wir sind noch nicht mal angekommen. Wir haben auch die weiter weg ist. So, raus. Habt ihr's bald? Sehr gut. Der Druck in der Pipeline ist so hoch, dass sie platzt, wenn man ein bisschen nachhilft. Geh zurück zur Pipeline und bring dein Fahrzeug mit. Ich habe eine Idee. Aha. Bist du da? Gut. Ramme jetzt die Pipeline mit deinem Fahrzeug. Das wird dich schon nicht umbringen. Hoffentlich. Oh, ich bin über was drüber gefahren. Bam! Den Wumms habe ich bis nach Sanctuary gehört. Du gelangst jetzt durch die Pipeline in die Stockade. Geh rein und finde raus, wo der Krieger begraben ist. Warte mal, das klappt im Auto auch? Ach du Scheiße! Weil mein Schild ja voll ist, mache ich mit dem Auto 2700 Schaden mit jedem Treffer. Wie behindert ist das denn? Yes. Hey Leute, alles klar bei euch? Tötet ihr gerade? Nö. Was ist denn das für eine Kugel gewesen? Mit Geräuschen. Ja, 5000 Schaden, ne, mit Feuer. Da werde ich wohl keinen anderen Schild mehr brauchen, hab jetzt. Was zum Teufel ist das? Du hast das irgendwie vom Rob stammelt oder so. Rob? Magic. Ja. Magic. Okay. Wir müssen hier in das Ding rein, ne? Da geht's rein. Black Magic. Soll ich's nochmal machen? Nein. Sieht schon geil aus. Das ich glaube, wir müssen da zu Fuß rein. Dein Nahkampfangriff? Ja. Könntest du bitte aufhören, das Leichnam wegzuschmeißen? Danke. Alter! Na okay, da geht's nicht lang. Okay, Rob kann jetzt mit dem Nahkampfangriff schießen, warum nicht? Wenn ich den Pyroman Skirt genommen hätte, hätte ich auch Feuer spucken können mit meinem Nahkampfangriff. Alter. Ihr kriegt tolle Sachen, was kann ich? Mein Roboter anzünden. Hey, du hast ein Schild bekommen, der alles hier aushebelt. Slacken, ne? Dein Death Trap. Ja. Ich kann den slacken, dann macht er Slack-Schaden. Er hat von hier aus die Kiste aufgemacht, lol. Lel. Der Loot-Goblin, Alter, am Berg. Ich finde immer einen Weg. Prioritäten setzen.
macht 6000 Schaden. Ja, er ist schon halbiert, na klar. Oh Mann, ich treffe den da oben nicht. Ach, da gibt's ja auch ein, das ist ja auch eine Leiter. Na toll, mein Schild ist nicht mehr voll, jetzt bin ich nur noch schwach. I am weak now. Weakness disgusts me. Mein Schild ist wieder aufgeladen, jetzt bin ich wieder stark. Wir haben auch noch eine Quest in Dingens, ne? Wir gehen erstmal in die Stockade. Und danach haben wir noch eine Dungeon-Quest. Dann können wir vielleicht noch den Dungeon gleich machen als Dingens. So, da ich Schwischen geschoben. Das ist es, die Arid Badlands. Das ist das Areal. Das ist Lina. Wo? Wie? Wo? Eine Runner-Skin Anpassung, geil. Damn. Gute Nachrichten. Ich hab das Landungsschiff gestohlen. Hyperion hatte keine Chance was, nee, ne? Gegen meinen Subtilen. Ich hau dir in die Fresse, ja, bis du stirbst, Kampfstil. Wenn die Zeit gekommen ist. Hier wäre noch eine Quest, die wir annehmen können. Ja, nimm. Nimm sie. Alter, diese Kugel, ne? Rob, was habe ich da zum Werfen schwarzer Löcher gesagt vor dem Mittagessen? Es ist kein schwarzes Loch, es ist... Slack. Was habe ich dir von Slackkugeln vor Mittagessen gesagt? Ja. Aber es ist... 4 Uhr. Nee, 4 nach 12. Ja, und wann gibt's Mittagessen? Oh mein Gott, das ist die Stadt. Das andere 12. Wir sind jetzt im Anfangsspiel von Borderlands 1. Mhm. Das ist jetzt nicht ganz so cool. Nee. Okay. Ich bin tot. Ich bin doch nicht tot. Das rennst du unter deinem Schild an die vorderste Front. Ja. Onkel Teddy, Blut ist dicker als Wasser. Danke, dass du den Job annimmst. Lerne Jack kennen, kenne deinen Feind. Hyperion hat meinen Onkel Teddy beraubt und ihn zum Sterben auf diesen Drecksplaneten geschickt. Da ist eine Truhe mit fetten Laserstrahlen geschützt. Rein. Durchgehen? Okay. Komm, ich hänge fest. Ich kann nicht durch. Such Beweise dafür, dass Hyperion seine Waffe gestohlen hat. Gott, was seid ihr überhaupt? Warum ist es da hinten? Kriegen, Leute? Ja? Ich hänge fest. Bro, was hast du gemacht? Weiß es nicht. Ich bin auch stuck. Hilfe. Ich bin stuck. So help me, Stepkammerjäger. Ich glaube, da gibt's nur eine Lösung, Rob. Suizid ist niemals die Lösung. Ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Es ist Alkohol. Alkohol ist eine Lösung, rein chemisch betrachtet. Ich mag die Pistole nicht mehr. Interessant. Der Song, der gerade in meiner Playlist, oder durch meine automatisierte Playlist läuft, heißt einfach Fuck You 2020. Ja. Wir müssen nach oben. Hä? Von wo? Ach, von da. Ist mir egal, wir müssen nach oben. Ja. Oh, das hat mich ganz 1000 Dollar gekostet. Das Respawn. Rookie Numbers. Wenn ich dagegen werfe. Wo kommen wir nach oben? Mhm. Ist der Durchgang jetzt offen? Ja.
Ei, oh mein Gott! Iridium! Money! Bandit-Schaden! Okay. Action-Skill Ablenkzeit! Sind wir hier? Oh, mein Rücken! Oh, mein Rücken! Oh, ich sitze viel zu krumm! Alter, Mann! Jo, schon so ein bisschen. Future is now! Not man! Iridium! Nee, sollten wir gar nicht. Firestone. Ne? Was sollten wir überhaupt machen? Ja. Funktioniert der? Der funktioniert. Bisschen Munition kaufen. Passt schon. Ich glaube, wir müssen nach oben. Ich weiß nicht, da ist gerade ein schwarzes Loch an mir vorbeigeflogen. Ja, es hat eine Ablenkzeit von 10 Sekunden. Da ist ein Planet gelandet. Luto? Hell no. Au. Au. Saturn one-shottet mich. So, ich dachte, du meinst Luto. Luto? Ja. Waffentausch! Warum töte ich fast Saturn im Alleingang? Warum töte ich alleine? Wir schießen alle auf Saturn. Ich dachte, ich mach so viel Schaden im Nahkampf. Wäre irgendwie lustig, wenn es tun würde. Au. Ich pack mal ein bisschen Damage aus. Wir haben Damage zu Hause. Damage zu Hause. Wenn der halt einmal richtig geslackt worden wäre, hätte ich den halt einfach wegjagen können. Ach, Markus, schrei doch nicht immer so rum. Nur langsam ist auch mal gut, ne? Nein. Oh, ja, da war was Lilanes. Oder war die Lila? Das war ein schlechtes Sniper. Schade. Ja, nach aktuellem Bewaffnungsstand brauche ich jetzt nur noch Munition mit, nur noch Waffen, mit denen ich schnell schießen kann, ne? Und am liebsten Elektro. Ich brauche Munition mit Waffen. Ja. Nehme ich jetzt Sachen aus einem anderen Skilltree, oder? Ernsthaft? Nein! Die Frage. Hä? Das habe ich mir auch überlegt gerade. Hm, was gibt's denn hier? Wer von euch hat auf den Knopf gedrückt? Ich nicht, ich bin gerade im Menü. Loot Goblin. Das ist Munition. Ja, ja. Zumindest ich weiß, was natürlich ein Feind ist. Ja, der Loot Goblin Slayer. Du glaubst, ich hätte verdammt! Kraft, aber du hast nicht gesehen, was sie ihrer gibt es irgendwas Cooles im anderen Skilltree eigentlich? Ja, gibt es. Die Dauer der Bass-Eckskandale erhöht sich für jeden Patten Blutdurst. Dafür müsste ich aber richtig tief in den anderen Skill reinskillen. Bis wie viel kann man eigentlich leveln? Weiß es einer? 69 oder so war das, glaube ich? War 72? Weiß ich nicht mehr. War das 69 oder so? Blablabla, bla, bla, weiß ich nicht. Hehe. Ja, das einfach. Gigi. Stick around. Wäre halt echt krass, wenn ich die Dauer hören konnte von meiner Bass-Gitarre. Ja, aber ich glaube, es ist einfach mein Skillshare einfach die beste Fett. Zünd die Runde an, ist bestimmt witzig. Oh oh, oh oh. Ich muss kurz warten, bis mein Schild aufgeladen ist. Das Konstruktor. Ich näher an. Ah, yes, 27.000 Schaden mit einem kritischen Treffer. Ich hole mal auf 7. Die
Nee, meine Standardtreffer machen 3.000 bis 4.000 Schaden, mein kritischer Treffer hat gerade 27.000 Damage gemacht. Wenn ich mit meiner Axt kritisch treffe, mache ich 270.000 Schaden. Ist aber auch dein Action-Skill, ne? Ganz okay. Warte mal, wäre mein Schild nicht einfach viel krasser, wenn Jonas kein Tank wäre, sondern mit zwei Waffen Jonas? Einfach in alles reinjagt? Das Blau hier ist ganz okay, Stuff. Jo. Hopping-Zeit bis 25 sind. Okay. Hehe, 6.000 Schaden. Der hängt da oben. Jetzt, wo du drin bist, ist sicher ein Infoterminal in der Nähe. Finde es. Oder ist der Bug nur bei mir? Oh nein! Die Hecke hier auch in der Decke. Ekelhaft. Hm? Nein, das tut's nicht. Au. Nee. Oh. Entschuldigung, ich muss den Screenshot machen. Ich war am Nachladen. Alter. Oh nein, nicht schon wieder. Action ist abgelaufen. Action ist wieder anmachen. Warte, es ist schon tot? Ja. Schon hat es auch. Oder ist noch ein anderes? Ah ja, viel besser. Es ist zwar keine Dingenswaffe. Noch keine blaue Schutz-Sniper, Necromancer-Skin. Oh, Schildboni. Was ist das? Stark wie 5 Gorillas, da muss ich eben gucken, was das ist. Da. Erhöht Nahkampfschaden für dich und Deathtrap, nee. Aber du bist stark wie 5 Gorillas. Ich habe schon überlegt, ob ich Nahkampf-Dingens nehmen soll, aber den erhöhten Schaden brauche ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich gehe hier auf die Abpraller. Nee. Hab ich da etwa Waffentausch gehört? Das ist leider immer noch das beste Snack-SMG, was ich habe. Fuck. Oh, okay, man kann da gar nicht rüberspringen. Ich bin nämlich ganz weit oben gegen die unsichtbare Wand geflogen. Ich weiß nicht, was du meinst, Peasy. Verarschst du mich gerade? Nein, der ist halt wirklich oben gelandet. Hä? Aber du kannst da nicht weiterlaufen, oder? Kommst du da hin? Auf die Seite? Ah, das meine ich. Hast du gesehen? Ich konnte rumlaufen. Ja, ja, aber da war eine unsichtbare Wand. Ja. Markus, bist du am Duschen? In Slack, was auch immer. Flüssigkeit? Fragezeichen. Wir haben da Superkräfte kriegt. War hier nicht mal ein Catcher, right? Egal was passiert, sorgt dafür, dass die alte Banditenstadt Firestone heißt sie, glaube ich. Sorgt dafür, dass sie stehen bleibt. An diesem dreckigen kleinen Rastplatz hat alles begonnen. Und noch was. Ich möchte auf die Firmenagenda setzen, dass wir ihren Namen von Firestone. Na cool. Jack the Room benennen. Was für ein Schild. Borderlands wirbt mit dafür, dass sie über Millionen verschiedene Waffen haben. Auch Gearbox. Hier, eine Klasse, die nur auf Nahkampf geht. Ich mache mit einem Nahkampf mehr Chancen als im Magazin von meiner SMG. Ja, warum nicht? Man muss sich auch mal was gönnen, ne? Ja. Oh nein. Hast du gerade das Ding aufmachen wollen? Hast du gerade dein schwarzes Loch in die Wand geschossen, weil du da das Ding aufmachen wolltest? Nice. Okay, finde den Waffenschaft. So, vielleicht hätten wir die Skeks nicht vorher töten sollen.
Na gut, dann suchen wir mal Waffenteile. Yes. Kriegen wir von ihm nicht eine Schrotflinte, die zum Teufel mit dem ersten Gesetz ein Wellenmuster schießt? Kann sein. Beim ersten Teil so, ne? Reite die Welle, Alter. Alter, ich habe einen Bonus-Soundeffekt. Jedes Mal, wenn ich was treffe, solange mein Schild aktiv ist. Tja, das ist halt kacke, dass wir jetzt alles umgebracht haben, ne? Ja, selber macht's, Jungs. Du sagst das so. Da hinten kommen wieder Skeks. Da haben wir schon mal zwei Teile. Da. Oh, da kommt was. Hm, okay. Die Geräuschkulisse einfach. Okay, wir haben jetzt drei Sachen gefunden, brauchen wir nur noch eine an einem anderen Ort. Und wir haben noch zwei andere Orte. Nein. Drei andere Orte, okay. Ja, meine haben wir schon was abgeschossen. Ja. In dem einen haben wir zwei gefunden und... Ich gehe zu dem da hinten. Gucken, was da ist. Warte, hier schon? Dann lass ich ihn... Oh, hier wart ihr. Mies. Ich glaube, hier habe ich alles abgestattet, nachdem ich hier gespawnt bin. Ja. Schade. Nein, hier nicht. Hier haben wir ja angefangen. Okay. Ja, hier haben wir also schon mal alles abgeschlachtet. Jonas, tut da hinten um etwas. Ja, hier sind noch. Oh, hier sind Feuerwelpe. Mann. Töte sie alle. Egal wie schnell du bist, das Teil ist schneller. Ich merk schon. Alter! Hä? Komm ich hier durch? Oh, ein badass Feuerskeck. Das ist problematisch. Ja, ja, ist es. Oh Mann. Vor allem, wenn man wieder in die Ecke gedrängt wird. Ja, hier ist Bonehead übrigens. Ja, ich bin an dem Respawn-Punkt. Ich bin verdammt weit weg. Oh no. Oh, der Trip ist fast tot. Die Regio. Oh, nice. Haben wir jetzt. Achso, hungrig wie ein Skeck haben wir fertig. Dann können wir die eben abgeben gehen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Werde ich wieder. Ich werde wieder von der Kugel überholt. Mal gucken, ob ich es schaffe, in die Kugel einfach. Mal gucken, ob ich schaffe, in die Kugel jemanden rein zu editieren, der winkt. Während es an mir vorbeifliegt. Bye, have a great time. Genau so. Das ist gratis. Dieses Mal. Okay. Was ist gratis? Haben wir bekommen. Slick Stomper. Ups, Entschuldigung, war das einfach dein Kopf? Leather Stomper. Mhm. Feuert so schnell, wie du abdrücken kannst. Eigentlich brauche ich aktuell eine Waffe, die null Schaden macht, gefühlt, aber ein. Aber 1000 Schuss ins Magazin nehmen kann und eine Feuerrate von 3 Millionen hat. Das wäre aktuell das, was ich brauche.
Ja, okay.